Hallo, willkommen bei Drinks at Home, hier in unserer Küche von Blue Cocktail Bar. Ich bin der Vinzenz und ich zeige euch jetzt, wie man einen Ipanema mixt. Ipanema ist die alkoholfreie Variante von Caipirinha und das ist ein Vorteil natürlich für alle Autofahrer, weil ihr könnt locker mit dem noch mit eurem eigenen Auto heim. Warum ich die Limette hier rolle? Das ist, damit der Saft aus der Limette nachher besser aus dem Fruchtfleisch rauskommt. Vorne und hinten haue ich jetzt ab, damit ich nicht zu viel Schale im Cocktail drin habe. Also ihr könnt die schön halbieren, würfeln und dann kommt die in euer Glas rein. Etwa eine halbe Limette. Und dann kommt Rohrzucker rein. Und zwar Rohrzucker und nicht Rohzucker. Ja? Jetzt mörsere ich das mit dem Mörser, so dass der Saft richtig gut rauskommt. Wenn ihr keinen so einen Mörser habt, ist es überhaupt nicht schlimm. Ihr könnt auch irgendein Glas nehmen, dann zum Beispiel ein Schnapsglas. Das geht auch super gut. Gut. Jetzt kommt als nächstes Crushed Ice rein. Und für das könnt ihr entweder so einen Ice Crusher kaufen oder ihr nehmt ein Tüchlein, tut dort euer Eis rein. Und dann Hammer und dann verhauen wir das züchtig zu kleinen Eiswürfeln. Was braucht, dass ihr mit euren Daumen haut? So. Und jetzt haben wir da wunderschönen Schnee. Schön crushed Eis. Jetzt kommt da Ginger Ale oben drauf. Das ist so eine aromatisierte, mit Ingwer aromatisierte Limonade. So, noch ein bisschen aufrühren. Und unsere Deko-Limette dran. Und das Röhrchen. Und fertig. Zum Wohl!